Moin, moin. Es ist Donnerstag, 13.04 Uhr, am 23.06. Da ich heute Abend einen Termin habe und morgen den ganzen Tag unterwegs bin, gibt es FMRP mit Robin von Sauerstein als Video. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Funkgerät benutzen. Funkcheck. Schauen wir jetzt erstmal, dass wir unser Auto ausgepackt bekommen. Und natürlich schon fast wieder der Tank leer ist. Fahren wir mal eben schnell tanken. Ja, wie gesagt, Mittagsschicht ist meistens nicht viel los. Einmal voll machen unseren Buffalo. Dauert ein paar Sekündchen. Schon wieder 29 Grad in Köln. Auch ein Grund, warum ich jetzt schon mal eben schnell ein Video mache. Damit ich heute Abend das schöne Wetter noch genießen kann beim blonden Kölsch oder so. Man weiß es ja nicht. Fahren wir einmal hoch zum LSC. Hat dreimal geblitzt in den ersten 2 Minuten. Schön. Dabei habe ich nichts an meinem Fahrzeug gemacht und es ist einfach mega schnell. Okay. Wie gesagt, erstmal schnell im LSC. Sesam, öffne dich. Wunderbar. Eben mal schnell umziehen hier. Zap, zap. Okay. Okay, dann bleibt der wohl schwarz.
Wunderbar, dann habe ich das auch schon mal raus. Jetzt schauen wir mal, wie lange wir heute brauchen. Oder ob wir auf Anhieb einen bekommen. Wunderbar. Fahren wir mal kurz unser Schätzchen tanken. Da rechts ist schon unsere Tankstelle. Es war eine sehr enge Tankstelle, aber es passt schon. Einmal voll machen, das Schätzchen. So, einmal schnell sauber machen, das Ding. Ab wieder zurück zum LSC. So, anschnallen ist wichtig. Mal schauen. Wie gesagt, ich denke mal, so ein, zwei Stunden werde ich jetzt aufnehmen. Dann ist 15 Uhr. Dann fange ich es an hochzuladen, damit es auch heute oder spätestens morgen früh online ist für euch. So, Motor aus. Raus. Wunderbar. Mal gucken. Das haben wir auf jeden Fall schon mal jetzt getwittert, dass wir offen haben. So. Jetzt machen wir einmal kurz Kontrolle hier. Wie, was, wo? Hier schon mal kein Fahrzeug drin.
Hier ist auch schon mal kein Fahrzeug drin. Wunderbar. Jetzt habe ich noch ein Essen. Zweimal Brot, dreimal Wasser. Das ist auch gut. Wunderbar. Ja. Jetzt mal schauen, was passiert. Ja, wo hier früher unsere Garage war. Ist jetzt keine mehr. Dafür haben wir jetzt hier einen Auspackpunkt. Mit unserem neuen System. Was ich davon halten kann. Ja. Okay. Erstmal schauen wir mal, was hier geht in den 2 Stunden. Die ersten 15 Minuten sind auch gleich schon wieder vorbei. Also alles easy. Sehr schön. Unsere Küche sind auch schon wieder am Rauchen. Kann natürlich jetzt sein, da ich alleine bin, dass ich hops genommen werde. Man weiß es ja nicht, keine Ahnung. Okay, wunderbar. Ja, eben mal auf Twitter geguckt, was da abgeht. Aber nichts. Das Vanilla Unicorn war natürlich gestern offen. Ja, da muss man hin. Aber halt ohne Video oder ohne Livestream. So sieht's nämlich aus. Ja. Für die, die neu dabei sind, diese ganzen Markierungen sind alles Auto-Tuning-Plätze. Da drüben haben wir auch noch 3. Und hier haben wir 3 LKW-Tuning-Plätze. Alles natürlich bespielbar, das ist klar. Ja, sieht doch ganz gut aus. Das ist mein Auto. Den Abschlepper habt ihr ja gerade schon mal gesehen. Der steht da vom LSC. Jo, und jetzt schauen wir mal, was da abgeht. You should say sorry. You fake motherfucker! Hey! You fucking shit! Here comes an ass kicking! Unironic retard! What evs? Claro, vamos a tomarnos unas copitas esta noche. Habt ihr gesehen? Der wollte mir hinterher rennen und mir eine draufknüppeln. Nee, nee, heute nicht. Wunderbar. Ja, ich habe das sofort im Blick. Okay, jetzt haben wir auch keine Küche mehr stehen. Sehr schön. Ja, so sieht es halt mittags beim LSC aus. Okay, pero te toca manejar. Hasta luego.
Wunderbar. Ja, da hochklettern werde ich ganz sicherlich nicht, nachdem ich darunter gefallen bin. Also wie ich das kenne, wird jetzt auch kein Medic da sein oder so. Ja, und so sieht das dann halt aus. Der eine oder andere Medic-Wagen oder die Sirenen hört ihr zwar, aber das sind dann unsere Ureinwohner, die dann auch mal sich so ein Fahrzeug schnappen und hier durch die Gegend fahren. So sieht es nämlich auch aus mit Feuerwehrwagen und so. Oder ist es wirklich ein Medic da und die machen auch RP? Ich kann es euch natürlich nicht sagen, keine Ahnung. Warum ich hier im Auto sitze? Normalerweise, wenn man draußen steht, kommt nach ein paar Sekunden diese Show, wo dann einmal 360 Grad die Kamera geschwenkt wird. Wenn man hier zum Beispiel jetzt im Fahrzeug sitzt, passiert das nicht. Deswegen warte ich lieber im Fahrzeug, so ein paar Minütchen. Wenn da nichts passiert, muss man halt mal schauen. Aber ich denke mal, es wird ruhig bleiben. Oder ich werde halt hops genommen. Man weiß es nicht. Aber sollte ich hops genommen werden, dann haben wir natürlich mega nices RP hier heute Mittag, heute Nachmittag. Da ist mein Gehalt reingekommen, wunderbar. Warum jetzt um 13.22 Uhr gibt es das nicht immer zur vollen Stunde? Aber okay. Gut. Dann ist es mal so. Oder? Ich habe es jetzt nachträglich bekommen. Ich kann es euch echt nicht sagen, wie das geregelt ist. Hier mit den Monetos. Ja. Schauen wir mal. Dann fahren wir einmal kurz zum Würfelplatz. Schauen, was da abgeht. Ja, man sollte auch nicht zu schnell fahren. Mal gucken, ob da jemand ist am Würfelplatz. Hier schon mal ruhig. Schauen wir mal, was bei den Coppers los ist. Dazu werden wir unser Auto einmal hier. Okay, normalerweise müsste man... Muss doch einmal an den Support gehen.
Okay, gut. Dann lassen wir das Auto halt offen. Hier ist ruhig. Schauen, ob hier oben einer ist. Hey, Buddy. Einfach mal aus Interesse. Call me at the place tonight. Gehen wir mal wieder zum Fahrzeug. Hey, what's going on, brother? Hey, how's it going? Schön gegen die Fahrtrichtung. Also gehört sich das beim Sauerstein. Wie gesagt, zu schnell fahren darf ich natürlich nicht. Wäre natürlich doof. Schön Richtung Vinewood. Ja, normalerweise benutze ich Admin Support nicht, aber Motor aus. Ja. Gut. Dann schließen wir das Fahrzeug nicht ab. Okay. So. So, ich weiß, es ist ein Ureinwohnerfahrzeug, aber die selbst die können vernünftig parken. Sehr schön. Jetzt werde ich mal kurz den Schaden, den ich hier gemacht habe, ausbeulen. Ich hatte ja vorne rechts einen kleinen Schaden reingemacht. Den wollte ich natürlich ausbeulen. Wunderbar.
Schauen wir mal eben. Beule ist auf jeden Fall raus. So, Motor aus wegen Sprit sparen. Auch Sprit hier in Los Santos ist teuer. Wunderbar. Ach, schöne Ersatzteile, die wir immer hier vorrätig haben. So muss das. Schöne große Drehbank, falls ihr mal ein paar Sachen machen müssen. Ja, jeder Stellplatz hat Schweißgerät oder ein Schnallbrenner, um Türen aufzumachen. Also. Gut. Würde ich mal sagen, Einsatz für den Herrn von Sauerstein. Anschnallen. Und Abfahrt. Einmal hier hoch, ist Weinrot hoch.
Hallo, grüße Sie. Vorsicht. Ja, ich habe Sie angerufen. Ich kann mein Auto nicht mehr ausschließen, das ist das da drüben. Ja, das Problem kenne ich. Ich kam heute auch nicht in mein Auto rein. Ich musste schon mit dem Dienstfahrzeug fahren. Das kriegen wir hin. Das ist es nicht. Ach so. Gut. Machen wir es trotzdem. Das da. Gut. Dann ist es jetzt auch offen. Okay. Da freut sich der Nächste. Übrigens gute Besserung. Genau, das ist es. Ja, manchmal sind die Autos auch zickig, da muss man mehrmals mit dem. Muss man, glaube ich, prinzipiell immer zweimal. Nö. Okay. Okay. Cool. Sehr schön. Er ist noch nicht offen. Okay. So, mal gucken, ob es funktioniert. Nö. Also, gut, ja. Alle guten Dinge sind zwei. Ja, diese neuen modischen Fahrzeuge, da dauert es halt ein bisschen länger. Okay. Sie machen das schon. So, jetzt aber. Ja. Cool. So, die Reinigung gibt oben drauf, damit die Schweißnähte auch weg sind. Oder die zum Aufbrennen. Sind Sie eigentlich auch eine Vertragswerkstatt von uns, vom BCSO? Ja, deswegen hau ich jetzt auch wieder ab. Okay. Gut, dann komme ich nämlich gleich mal vorbei wegen meinem Auto. Ich glaube, das muss mal repariert werden. Soll ich Sie Huckepack nehmen? Ach Quatsch, geht schon. Ach so, so meinen Sie das. Ich sag ja, mal, so ein Fahrzeug ist da. Ich könnte es machen. Wenn Sie wollen, ja. Dann würde ich Sie direkt mitnehmen. Dann können Sie anschließend das reparierte Auto mitnehmen. Ja, das Auto ist jetzt eh wieder zu. Ernsthaft? Ja, deswegen. Ich denke aber mal, das Beste ist, wir nehmen es Huckepack. Das ist doch, okay, gut. Okay. Ich bin schon mal ein bisschen weggegangen, weil ich ja weiß, dass das Abflippen etwas gefährlich ist. Alles gut. Ach, das war's schon, cool. Ja. Ich fahre das Ding jetzt hoch. Und war's das schon. Zack. Und schon ist das Auto oben drauf. Ja, das sind unsere neuen Abschlepper, die sind ein bisschen freundlicher. Cool. Wollen Sie mitfahren? Ja, gerne.
Soll ich vorne, hinten? Sie können auch fahren, nein, alles gut. Nee, das kann ich glaube ich nicht in meinem Zustand. Nee, das ist ein LKW-Fahrzeug, glaube ich. Ich kann fahren. Ich kann alles fahren. Ich auch. Ich kann auch fliegen und Boot fahren. Und mein Auto. Oh Gott, Ich musste gerade noch mal ein zweites Mal einbrechen. Na, hab schon gesehen. Aber was soll ich machen? Der hüpft ja alles nichts. Gleich beim Abladen müssten Sie zur Seite gehen, der hüpft das Auto ein bisschen. Okay, weiß ich Bescheid. Der hat nämlich letztens auch einen LKW hinten drauf und der ist einmal schön. Ach, der hat sich verabschiedet. Also wie ich sehe, ist da auch nicht allzu viel kaputt, also daher. Ist halt nur da, dieses Türschloss. Das riecht mich ein bisschen auf. Müssen wir auf jeden Fall was machen. Haben Sie hinten was im Kofferraum drin? Nein. Weil das vergesse ich prinzipiell immer. Okay. Wird sich nämlich wie viel Einkauf schon schlecht geworden ist. Also Sie glauben es mir doch. Wasser im Winter schon so platzt, weil es so kalt und gefroren ist. Immer nur Ärger, wenn man das im Kofferraum lassen kann. Ja, okay, gut. Ja. Ab und zu mal, ja, aber da muss man auch echt aktiv dran denken. Wenn ich meinen Freund nicht dabei habe, dann war's das. Hier im Tunnel hat der Abschlepper einen ganz schön krassen Sound. Hm. So. So. War hier schon lange nicht mehr. Das ist aber ein schönes Auto. Das schwarze da. Ja, ich glaube, da sitzt jemand drin. Glaube ich auch. Ah, ist schon okay. Ach ja. Ach, der will hier auch rein, der Himmel. Dann ist doch okay. Ach ja. Okay, dann steige ich mal aus und gehe mal in Sicherheit. Alles gut. So. Hi. Süßschein. Frage. Also, was war alles kaputt? Also, Schlüssel auf jeden Fall, müssen wir gleich dran. Ja, und hier irgendwas an der Seite, warten Sie mal, ich gucke mal gerade, ich glaube die andere Seite. Also eine grobe Reparatur habe ich schon gemacht, deswegen frage ich nochmal. Achso, na dann ist offensichtlich nichts mehr kaputt. Gucke ich nochmal, dass ich eben mal... Eine Panzerung irgendwo, aber das... Gut. Okay. Kannst du mal, ey, Profi-Tunstein, kannst du mal bitte ganz kurz gucken, ob da Panzerung drin ist, irgendwie ein bisschen Level? In diesem oder in den anderen? Genau, in dem von ihr. Kann ich machen. Danke, Mann.
Ich schau mal nach. Ich habe ja Zeit. Ich darf jetzt alles machen. Beim BMW müsste man eher gucken. Genau. Klar. Rechnung kostet ja eh nicht, also daher. Deswegen fragen wir ja gerade, weil, ja. Bei eben in Auspuff der Folie, das ist uninteressant. So, Spoiler, Stoßstange, Schwelle, Hupe. Überrollkäfig, Sitze. Das sieht gut aus. Danke. Du auch. Also, danke. Also, Umständen entsprechend. Naja, komm, sieht du trotzdem. Ich muss mal eben gucken. Interieur, Auspuffdachfolie. Windows. Extras. Sind keine da. Kosmetik, okay, ich glaube, ich muss mal mir eine kurze Jogginghose raussuchen. Ist jetzt doch schon ein bisschen warm. Gestern Abend war doch ein bisschen. Naja. Also hier ist alles sozusagen in Ordnung, deiner Meinung nach. Ich gucke gerade mal, ob es überhaupt eine Panzerungshilfe gibt. Ach so. Weil ich sehe gerade keine, das ist ja das Ding. Deswegen gucke ich. Aha, okay. Deswegen gucke ich gerade nochmal alles durch. Kann auch sein, dass der wirklich nur optisch ging. Motor, Bremse, Getriebe, Fahrwerk, Turbo. Aha. Auspuffdachfolie. Extras sind keine da. Kosmetik, Spoiler, Stoßstange, Spoiler, Hupe. Normalerweise steht es da mit drin. Interieur ist Überrollkäfig. Sitze. Ui. Custom Engines. Also ich sehe nicht, dass man hier rein eine Panzerung bauen könnte. Nee, es ging darum, ob was drinne war, nicht ob es eingebaut ist oder kann. Das kann ich leider nicht sehen. Also ich habe jetzt alles zweimal durchgeguckt. Ich würde fast behaupten, da ist nichts drin. Ja. Da ist nichts drin. Okay, gut. Gut, dann. Okay, jetzt reicht's. Profi-Tunstein, würdest du mal bitte ganz kurz bei mir in den Brabus gucken? Aber genug ganz kurz. Dieser muss ja eh noch 15 Minuten stehen bleiben wegen der Reparatur. Ja, kein Problem. Nee, weil du weißt ja selber, das ist ja hier im Moment gerade alles, ne, scheiße. Ja, und hier, der Wagen, wenn ich überlege, oh, mein Auto ist weg. Achso, ich bin mit meinem Auto selbst gefahren. Steht mein Auto. Ja, wir müssen, genau. Ich habe gerade mein Auto gesucht, aber mein Auto müsste noch draußen stehen. Kannst du mal bitte den Wagen putzen und dann reparieren und dann einsteigen und dann alles gucken, ob alles drin ist, weil der war full. Also wirklich alles auf Maximum, Panzerung, Turbo, wirklich das Teuerste vom Teuersten, das Maximum. Oh oh. Alles kontrollieren bitte. Wie teuer? Nee, alles gut. Habt den Vertrag mit uns? Nee, aber bei Bennys haben wir halt den Vertrag. Okay, weil hier kostet's jetzt. Mhm. Ja, nur zum Reinschauen? Naja, du hast gesagt, auch reparieren. Reparieren kostet. Ach du, ich meinte mit reparieren eher mal nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Okay, weil nachschauen ist nicht reparieren. Ja, meine ich ja. Weil reparieren kostet dich 500. Gut, dann reparieren wir nicht. Aber der Wagen ist doch aber gar nicht kaputt, oder? Nee. Richtig, deswegen habe ich mich auch gewundert. Na, sehen Sie. Gut, dann schauen wir mal. Motor hat der nichts. Motor hat der nichts drin? Doch, Motor Stufe 4. Stufe 4 von 4, ne? Bremse 3 von 3. Getriebe 3 von 3. Fahrwerk 4 von 4. Und Turbo. Sehe ich gerade nicht drin, aber der müsste auch drin sein. Ja, hoffe ich mal. Also mir wird er gerade nicht angezeigt. Uff. Okay. Ja gut, dann. Ich kann ihn nochmal reinhauen, also. Nee, ich habe kein Geld. Ich habe gar kein Geld. Okay, gut. Ich habe literally 15.000. Warte mal, ich gucke mal auf Spaß, was er kostet. Okay, gut. Ach, vergessen Sie es. Fuffi. War mir klar. Na, ich hatte den halt für 600.000 alles voll gemacht, ne? Auch mit Turbopanzerung und alles. Muss mal kurz telefonieren. Jo.
Jetzt ist natürlich die Frage, weiß die Regierung Bescheid, dass die einen Mechaniker auf die Insel schicken, der die einmal kontrolliert, die Autos? Nee, das sollt ihr machen, deswegen. Okay. Gut, also ich sehe keinen, dass keiner drin ist. Sehr gut. Also mein Empfinden. Ich weiß nicht, ich bin gerade Azubi noch, ich darf zwar alles machen, aber ich weiß nicht, ob ich an den Turbo ran darf. Deswegen weiß ich nicht, ob ich sehe. Ja, kein Problem, alles gut. Dann haben wir es ja. Das war's theoretisch schon. Gut, dann brauchst du auch nichts zahlen. Ja, weil reparieren und reinschauen ist ein Unterschied. Ja, ich weiß, ich weiß. Dann ist doch gut. Ich gehe mal eben draußen gucken, wo mein Auto ist, weil ich vermisse mein Auto gerade. Ja. Mein Auto ist weg. Schön. Oh nein. Abschlepphof. Nee, ich hatte das Oh. Auto hier hingestellt. Abschlepphof. Wie alles andere auch. Jep. Sauerstein. Abschlepphof. Es Ich ist doch danke auf. Ihnen. Sind die 15 Minuten schon um? Ach so, ich habe keine 5 Minuten gehört. Habe ich dem Kollegen gesagt. Alles gut. Ach so, Kollege, warum hast du mir nichts gesagt? Aber ich dachte, dass du das gehört hast. Nee, Kollege, habe ich nicht. Oh. Alter. Leila. Sorry, sorry. Ja, Du ich mach freches. dich gleich mit Ich bin sauber. etwas wild heute. Oh. Etwas. Sorry. Ich merke schon, bei diesen Frühlingsgefühle wieder hier. Wo ist denn der Abschlepphof? 143. 4-1. Ja. 1-4-3. 1-4-1. 3. 1-4-3.
3. Und da stehen, also ich hatte mein Auto nur eine Viertelstunde hier draußen stehen. Tja. Ja. Alles, was nicht abgeschlossen ist, glaube ich, aber sicher bin ich mir nicht. Genau. Okay, ja, ich konnte mein Auto nicht abschließen. Aber dafür könnte man es denn nicht mehr abschließen. Okay. Komm, ich bin gnädig. Nimm das Auto mal mit, ist okay. Ich habe ja nicht viel gemacht. Ach Quatsch, danke. Ich warte natürlich. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, wie lange du warten musst. Ich auch nicht. Der Kollege hat auf die Uhr geschaut. Nein, noch 5 Minuten. Okay. Ja, siehste. Gut, dann haben wir es doch. So. Schatzi, da liegt dein Blut. Hallo, liegendes Blut. Jetzt die Frage, wie komme ich da hin? Fahre ich mit dem Abschlepper oder fahre ich nicht mit dem Abschlepper? Ja, du fährst mit dem Abschlepper, packst das Auto aus und... wäre ja am sinnvollsten, sonst brauchst du ja einen zweiten. Stimmt. Ich lasse das Tor offen, ihr könnt einfach so rausfahren. Na klar, das machen wir. Rechnung habe ich dir keine ausgestellt wegen BCSO. Oha. Und ja. Das ist lieb. Ein Engelchen. Ich habe die 700 Euro aber auf mich berechnet. Oha. Oh, das soll man doch aber nicht machen. Nee, wir müssen es ja berechnen. Auch wenn wir nicht zahlen. Damit es das BCO im Anschließen noch bezahlen kann. Ach, das ist Behördenkram. Ich habe noch nicht mal Bargeld dabei. Okay, krass. Ist ja egal. Okay, ich fahr mal. Sonst hätte ich ihm was gegeben. Bis dann. Achso, ja, Trinkgeld müssen sie nicht machen. Alles gut. Ja. Ich glaube, sie sind Stammkunde hier bei so einem Auto. Oh, danke schön. Nimm ich gerne. Danke schön, Schatz. Achso, jetzt hast du mir eine Wasserflasche gegeben. Ja, ich habe auch eine, also. Ich habe auch eine bekommen. Ich sag mal so, wir haben hier vorne unseren Kühlschrank. Bis später oder bis irgendwann mal. Ciao. Holen wir mal unser Fahrzeug auf dem Abschlepphof. Erste Mal für mich am Abschlepphof. Mal schauen, ob unser Auto dort steht.
Merci. Dankeschön. Ja, man darf offiziell mit Server-Admins nicht reden, aber das war ein Server-Admin. Der hat mir das Türchen mal eben offen gemacht. Schön. Ja, ich schleppe mein eigenes Fahrzeug ab. Sehr schön. Fahren wir wieder zum LSC zurück und haben die erste Stunde Aufnahme schon hinter uns. Funktioniert jetzt auch. Wunderbar.
Haben wir das auch schon? Sehr schön. So, jetzt fahren wir einmal schnell unser Fahrzeug tanken. Weil der Tankwart hat schon wieder unseren Tank leer. Oder unser Parkboy hat schon wieder unseren Tank leer gezogen. Natürlich jetzt schneller unterwegs als beim Abstepper, ist ja klar. Dann einmal den Kessel wieder voll machen. Hatte ich zwar vorhin schon, aber okay. Reparieren tun wir unseren Kratzer, den wir in hier links an der Seite seht, auch nochmal. Was mache ich da bloß? So, gehen jetzt wieder ab zum LSC.
Einmal einpacken hier. So, alles, was nicht eingepackt ist oder abgeschlossen ist, kommt auf den Abschlepphof. Habt ihr gerade gesehen? Aber. Dann haben wir das auch schon erledigt. Muss ich einmal noch mal kurz gucken. Gut, wunderbar. Dann passt das eigentlich soweit. Wunderbar. Gut, ich bin wieder voll bei euch. Wunderbar. Ja, normalerweise das Auslösen von Fahrzeugen kostet normalerweise, aber ich glaube, die waren gerade ein bisschen gnädig. Dann fahren wir um die Fahrzeuge mal eben gerade. Das sind zwar Ureinwohnerfahrzeuge, aber. Können wir ja auch vernünftig einparken. So, Motor aus. Was ist denn das für einer? Oh, zwei sehr schöne Autos hier nebeneinander stehen. Also, welchen würdet ihr lieber nehmen? Eins oder zwei? Schreibt mir mal in die Kommentare. Ich finde beide recht schön. Aber das muss natürlich jeder selber wissen. Sehr schön. Dann haben wir einen kleinen schönen Job. Ja, mal schauen, was noch geht. Weil. Es kann natürlich sein, dass es ruhig bleibt. Man weiß es nicht. Aber für meinen Teil. So, ich fahre nochmal eben das Ding hier hoch. Wir machen es anders. Wunderbar, Fahrzeuge sind alle weg. Ja, umziehen sollte mich vorher auch schon, bevor ich in Feierabend gehe. Zack. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Folge gefallen. Mir schon. Deswegen sage ich, ciao mit V, Robin. Tschüss.